Good evening, East Berlin. Ein Trabi für eine Karte für die Peche Mode. In der ehemaligen DDR wurde die Peche Mode für junge Leute zum Symbol für Freiheit und die große, weite Welt. März 1988 war ein ganz besonderes Datum für die Peche Mode Fans in der DDR. Damals, um kurz nach 20 Uhr, rief Frontmann David Gahan in der Werner Seelenbinder Halle Good Evening, East Berlin. Nicht wenige hatten Tränen in den Augen, schreiben die Herausgeber Dennis Burmeister und Sascha Lang an ihrem Buch Die Peche Mode, Monument, aus dem sie Auszüge auf Zeit ohne Lehne veröffentlichten. Die britische Band, die damals schon rund ein Jahrzehnt in Amt und Würden war, war für die DDR-Jugend nicht weniger als ein Symbol für Freiheit und die große weite Welt. Erstes Deutschlandkonzert der neuen Tour, 70.000 Fans feiern die Peche Mode in Leipzig. Die Peche Mode präsentieren Spirit, David Gahan reißt sich vor 1.000 Fans Weste vom Leib. Live-Tournee und neues Album Spirit, die Peche Mode spielen 2017 in Leipzig. Die Faszination sprang mit den ersten Songs über, sagt der 40-jährige Andi Liebert aus Chemnitz. Im Jahr 2010 gründete er den Chemnitzer Die Peche Mode Fan Club, der heute rund 500 Mitglieder zählt und nach Angaben Liebts der wohl größte Aktive im Osten ist. Als DDR-Fan war ausschlaggebend, dass mit der Band die Sehnsucht nach Freiheit verknüpft wurde, sagt er. Mit den ersten paar Liedern, mit diesen Industrieklängen, verknüpfte sich eine Unerreichbarkeit mit diesem Freiheitsgefühl. Aber die Faszination ist schwer in Wort zu fassen. Nur wenige Lieder von Die Peche Mode Ende der 1980er Jahre in der DDR bekannt. Burmeister und Lange haben genau das versucht. Die Synth-Hip-Hop-Band habe mit ihrem Industrie-Sound und Posen vor Industrieanlagen dem Alltag vieler Jugendlicher einen neuen Blickwinkel verschafft. So entstand ein von der Band nie beabsichtigter besonderer Bezug zwischen ihrer Ästhetik und den Lebensumständen der Jugendlichen in der DDR. Das half, sich die graue Realität im Osten bunter zu denken. Das allerdings war gar nicht so leicht. Ende der 1980er Jahre waren nur wenige Lieder der Band in der DDR bekannt, wir kannten sie nur bruchstückhaft und haben ihre Musik in Schülerdiskurs gehört, sagt Liebert. Daran, die Musiker einmal live zu sehen, sei nicht zu denken gewesen. Auch von jenem, weitgehend geheim gehaltenen Konzert in East Berlin habe er erst ein Jahr später erfahren. Das war ja als FDJ-Geburtstagsveranstaltung angekündigt, sagt der Chemnitzer. Er habe gehört, dass Fans, die davon Wind bekamen, bis zu 3 Lehrlingsgehälter für die Karte ausgaben, ihr Moped oder sogar einen Trabi. Die Peche Mode ist kein Mainstream, die Band polarisierte sehr. Die Peche Mode ist kein Mainstream, die Band polarisierte sehr. Aber wenn die Leidenschaft einmal geweckt ist, bleibt sie ein Leben lang, sagt Liebert. Ich habe früher nie gedacht, dass man mal in die Lage kommt, an so einem Konzert teilnehmen zu können. Die Mitglieder seines Fanclubs seien zwischen 20 und 50 Jahren alt und bunt gemischt. Vom Arbeitslosen bis zum Sparkassenfilialleiter ist alles dabei, sagt Liebert. Es gibt keine sozialen Grenzen. Und auch der Nachwuchs stehe schon in den Startlöchern.